Hallo und willkommen zur ersten Folge von Black Desert. Ja, ist das nächste MMORPG, was ich jetzt quasi diesen Monat spiele. Ja, habe ich mir immer mal aus dem gekauft, aber nie wirklich gespielt. Deswegen habe ich noch jetzt mal Zeit, da auch mal reinzuschauen. Okay, Serverauswahl. Auf jeden Fall kriegen wir hier XP Plus, wie es aussieht, und wenn nur Wissen Uni, sind wahrscheinlich wir auf jeden Fall. Was denn Season Server für neue Abenteuer? Das Season Server für Abenteuer ist für jeder gedacht, der im Charakterstufe 20 überschreitet. Geht bis 200 das Spiel? What the fuck? Season Server sind besondere Server, die spezielle Vorteile gewähren. Ab Stufe 50 werden zusätzlich Buff, bla, vergeben. Welche Erze, Ausrüstung, bla. Okay, aber 50 haben wir mehr IP, also natürlich jetzt erstmal anfangen wir dann nichts, aber egal. Was sind das hier für welche? Das ist ja für neue und wiederkehrende Abenteuer. Ihr könnt zusätzlich 150 Kampferfahrung und ab Stufe 50 erhalten. Weitere EP halten. Auch irgendwie ab Stufe 50 den ersten Ausweis halten. Ja, ich nehme es aber hier, den hier. Was soll's? Ja, da beitreten. Charakter erstellen. Ja, warum ist diesen Charakter eigentlich egal? Lange sieht das nicht morgen auf einmal zu Ende, dass ich einen neuen Charakter erstellen muss wieder. Das finde ich so praktisch. So. Stimmt, wir hatten auf jeden Fall anscheinend sehr, sehr viele Klassen, wie es aussieht. Maigu, Wusa, Krieger, Hashin, Seher, Waldläufer. Das sind immer Namen, die sagen mir was. Aber einen müssen wir auf jeden Fall eher mal spielen, was dann ein bisschen, außergewöhnlicher ist, oder nicht? Was bist du denn? Das ist ein Meister in der linken Schule des Dao, der einen Pakt mit einer Fuchsgöttin einging. Sie kann alles vor sich mit ihrem roten Magie tränken und für einen Augenblick sie verzaubern. Die, ja, wer ist ausgesprochen? Maegu? Maegu? Also wie ein Ä? A-E? Ist aber die Maegu. Nutzt verschiedene Zauber, die ihre Fuchs. Was? Fuchs? Geistamulett fliegen lassen. Also Fuchsgeistamulett. Ja. Und kann so Gegner in der Ferne angreifen. Wer sich ihr nähert, muss damit rechnen, dass er eine Vielzahl von Amuletten um die Ohren fliegen. Okay, bla bla bla. Können wir hier einfach mal die Vorschau ein bisschen beobachten? Okay, sieht aber auch relativ nahkampflastig aus, ne? Von der Tür sieht es aber auf jeden Fall ganz cool aus. Was ist denn eine Wusa? Also ich glaube, ich gucke mir jetzt mal die Vorschaubilder an, wie sie so ein bisschen funktionieren. Alles klar, da, ju. Merkt ihr ernst, ich glaube, sowas wie das wird wahrscheinlich noch Level 5 Uhr so möglich sein. Womit machst du denn ein daoistischer Magie? War das ja auch nicht daoistisch? Wahrscheinlich auch irgend sowas. Wird auf jeden Fall einen geilen Fächer, aber der kann hier auch mal Angriff, Steuer, Schwierigkeit, Verteidigung, Kombos, Ausweichen. Und du? Alter, dieser volle kein Angriff. Okay, Krieger, es hört sich zu normal an, das wollen wir auf jeden Fall nicht haben. Okay, du bist eher so ein Assassin-like, wie du aussiehst. Oder da war das. Auch gut. Sehr Waldläufer, was ist ein Guardian? Okay, er ist ein Wikinger-Kämpfer, wie es aussieht. Drakani. Die Drakania, okay. Hat ein geiles Schwert hier. Schwarzmagierin. Okay, er hat anscheinend eine Sense, wie es aussieht später. Nova, wahrscheinlich Feuer. Nee, auch nicht, weil Nova ist ja irgendwie so, ne? Okay. Streitkolben und Schild. Kosarin hat anscheinend eine Idee. Er sieht aus wie Wasser. Hat irgendwas mit Wasser zu tun? Nee. Ja, bei Kosarin ist ja Wasser, vielleicht hat sie so Wassermagie. Darf ich ja irgendwas in Richtung Magie aber gehen? Ich glaub, einer von den beiden oben wird es wahrscheinlich schon fast werden, was die anderen noch sind. Okay, die hatten einen, was, ein Degen? Ein Speer? Was ist das? Ich hab eine Waffe. Oder ein Schwert? Das ist aber ein Schwert, ne? Aber krass, wie viel Klasse es halt gibt, ne? Süße. Bändigerin, aber die wird wahrscheinlich eine Art Beschwörerin sein, schätze ich mal. Schei.
Bumerang, what the fuck ist das denn? Streiter. Also Loser. Mit dem Bogen. Schwert und Bogen. Mystik. Ja, Art Faustkämpfer, schätze ich mal. Waffenlose Kämpferin, ja. Akyra wird auch gleich Maria-mäßig sein. Ja, gut, das ist halt ein Assassin. Dunkelklinge. Ja, gut, auch eher waffenmäßig. Und Maria ist Maria. Okay, jetzt die Frage. Nehmen wir jetzt die Megu oder die Wusa? Ja, so Fuchsamulett-mäßig. Oder was auch immer du machst. Geist und Körper, das ist halt einfach daoistische Magie. Fächer Schmetterlinge. Okay, sind wir eher so ein Schmetterling oder sind wir eher so ein Fuchs? Der hat halt viel mehr Angriff, ne? Und weicht auch ein bisschen mehr aus. Aber dafür gar keine Verteidigung, also wirklich gar keine, der war null. Die hat wenigstens noch Verteidigung. Weicht dafür aber halt nicht aus. Das ist halt das Ding, ne? Will ich jetzt ausweichen oder will ich jetzt verteidigen? Ich frage halt, wie schwierig ausweichen ist. Ja, komm, wir gehen hier ausweichen. Ja, so der Fuchs hier. So, Sternzeichen. Macht das einen Unterschied? Wir haben Vor- und Nachteile. Es ist einfach, sich mit einem NPC anzufreunden, der das gleiche Horoskop mit euch teilt. Horoskop beeinflusst andere Aspekte des allgemeinen Gameplays nicht wesentlich. Okay, jetzt haben wir nur so Just for Fun und NPC-mäßig. Bootschild, Riese, Kamel, Schwarzdrache, Eule, Elefant, Schlüssel, Waage. Siegelstein, was wenn das denn für Sternzeichen sind? Das wirklich irgendwelche Sternzeichen, die in irgendwelchen Sternbildern existieren? In irgendeinem System? Man kennt ja so den Tierkreis, kennt man halt, ne? So Stier, bla 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 und so. Aber was ist denn bitte der ja, Siegelstein, ey? Was bist du für ein Wasser für ein Sternzeichen? Ich bin Siegelstein. Wir nehmen Drachen. Drachen hört sich am besten an. Wetter. Achso, das ist wahrscheinlich hintergrundmäßig, Alter. Gutes Wetter. Kann ich der Post können wir auch anpassen? Okay, nehmen wir Frisur, fangen wir mal an hier. Hä? Ja, bitte. Du musst jetzt immer auf Zurücksetzen drücken, oder ernst? Ich will die Leute nur durchklicken, um zu sehen. Ach, der speichert das. Gut, ich will ja aber sehen, wie die Frisuren aussehen, also von daher muss ich die alle auswählen, oder? Okay, Pferdeschwanz haben wir hier. Länger, lange Haare. Guck mal zur Maus, oder? Also die sehen schon teilweise sehr ähnlich aus, ne? Also Pferdeschwanz, ja, wo ist denn so ein geflochteten Zopf, so. Wo war ich jetzt? War ich jetzt hier? Hier? Wo war ich jetzt? Scheiße. Ich glaube, hier war ich, ne? Ja. Achso, das sieht man hier oben nicht, den komischen Dot. Das ist ein richtiger Pferdeschwanz. Sind die Haare eben gerade grauer geworden? War nicht vorhin voll weiß? Sind die uns so grau auf einmal? Da habe ich gefällt die hier. Veränderung, weil die 200 Stück. Form. Was in Form? Will ich was machen hier? Hallo? Kann ich auf jeden Fall nicht bewegen. Teile anpassen. Das kann ich ja nächstes Mal irgendwo machen. Ich kann was machen. Ich kann jetzt hier oben nicht bewegen. Das ist eigentlich quasi so der einzelne Aspekt. Da kommen jetzt meine Strähne hier vorm Auge. Der kann ein bisschen kürzer. Also 2. Die lassen wir mal lang. Das 3. Das sind hinten, die Haare, ne? Machen wir ein bisschen kürzer. Locken. Was für Locken, Alter? Ich habe keine Locken. Da ändern sich auch nichts. Spitzen. Ändert sich auch nichts. Farbe. Okay, hier haben wir auch Grundfarbe, Spitzen und Haar. Ich will, wir sind ja ein Fuchs, also müssen wir irgendwas Orangemäßiges nehmen, würde ich sagen. Also schon so ein Fuchsamulett, Maria, irgendwas sind. Ja gut, dass das Braun irgendwie auch wie orange aussieht.
Davon abgesehen. Ich glaube, ich nehme mal eher das Bräunliche dann hier. Das ist mir ein bisschen zu grell, sag ich mal. Aber ich kann Glanz runter machen. Ich würde sagen, Glanz wäre minimal so. Ja, mal sieht das Braun auch wieder aus wie ein Braun. Ich würde auch lieber das hier. Das hier. Spitzen. Die machen wir jetzt grün, ne? Die machen wir. Lassen wir die einfach schon mal. Ich glaube, ich lasse die immer. Kann ich auch wieder. Was haben wir? Das hier, die lassen die einfach so. Farbe, Größe. Achso, wie weit der eingefärbt wird wahrscheinlich. Und das ist wie stark. Das sieht so eigentlich gar nicht mal so kacke aus, ne? Warte, das Stück hier, das hier stört mich gerade. Dass das hier mit eingefärbt ist, die Spitze hier. Die Farbe finden wir hier die. Aber die größte Ding wird oben immer eingefärbt sein, ne? Also es ist leicht hier, dass hier was noch eingefärbt ist. So, und was ist Haar an sich? Das ist oben noch der Ansatz. Ja gut, den lassen wir normal, würde ich sagen. Okay. Komme ich hier wieder zurück oder sieht das ab, wenn ich das ab. Ich hoffe mal nicht, dass das jetzt abbricht, wenn ich da drauf drücke. Doch, das war auf jeden Fall nicht die richtige Taste. Ah, nee, hm? Ah, jetzt. Hat er ein bisschen gebraucht zu übernehmen. Gesicht, Gesichtstyp. Wie gesagt, das haben wir gerade. Mhm. Dann bleibe ich damit beim ersten. Er ist ja wie für den nicht so viel Haut. Er ist schon ganz schön blass, ne? Oh, ist ja ganz schön gelb. Ja, hier wird gleich so, ne, würde ich sagen. Also sehen die Augen ja mega creepy aus. Ja, bleiben hier bei Gesichtsform. Kann man hier glänzen. Voll glänzen. Erstmal, ich komme gerade aus dem Wasser, aber gerade schwimmen. Gar kein Glanz eigentlich, ja. Oh Gott. Ich will nichts verstellen, halt. Rückgängig machen. Liebe Leute, man kann ja echt jede einzelne Gesichtspartie jetzt anfassen. Ganz ehrlich, das macht das Ingame. Ja, klar, es gibt schon Perfektionisten, die wollen jetzt so einen richtig krassen Charakter machen, aber ich sag mal so, ne? Ob ich das jetzt so mache, es fällt jetzt auch Ingame eh nicht mehr so krass auf, oder? Ist ja nicht so, dass ich die ganze Zeit mein Gesicht vor Augen habe. Ja, glaube ich, das lasse ich einfach mal so. Weil es halt wiederholen, weil die rückgängig so. Schminke. Nee, das lassen wir mal. Das machen wir mal so. Augenbrauen. Nehmen wir die hier. Das ist ja auch einfach mal so. Davon will ich glaube ich nichts haben, Lippenstift. Gut. Ja, dann glaube ich eher so, aber irgendwie ist mir ein bisschen zu krass. Bisschen so, so. Augen. Oh, ich kann die einzeln anpassen. Nur das rechte Auge. Das rechte Auge, das machen wir ja so. Nee. Ein Herz. Was ist das hier denn so? Fette Pupille, Alter. Erstmal muss ich irgendwie mal ein bisschen kleiner hier. Weißt du, so habe ich ja, Alter, so. So. Wir machen zwei unterschiedliche Augenfarben, würde ich sagen. Seine. Oh, das ist Pupille, meine. Die Pupille muss ich behalten, oder ihres hier. Ich glaube, die lassen wir auch einfach standardmäßig. Und das wird mal ein bisschen dunkelblau. Das ist mir nicht dunkel genug. Was ist was Dunkleres hier eigentlich? Das wieder. Schwierig. Warum gibt es hier keine Farbpalette? Was soll das? Naja, nehmen wir das hier. Fürs rechte Auge, dann nehmen wir auch erstmal die Pupille. Also, warte mal. Wie groß war jetzt das Auge hier? Scheiße, das kann ich jetzt so gar nicht, ne? Weil, wenn ich das einmal kurz anpasse. Wie? Ja, okay. Warte mal.
Weil ich beide mache. Nee, jetzt hat er das. Jetzt hat er quasi die Größe vom Einauge mit übernommen. Hä? Warum sagst du, das ist das Maximum bei dem Auge? Nee, da ist auch nochmal Größe. Was ist denn die Größe? Das ist eine andere Größe. Hä? Egal, so, man das gleich mir jetzt. Ich verbinde die Linse, die soll jetzt eine andere Farbe, nee, die Iris soll eine andere Farbe haben. Ist dann die eine, die rechte, die wird dann eher immer so orange nicht. Oh Gott, nee, doch nicht. Vielleicht ganz so transparent. Nee, sieht auch nicht besser aus. Sieht auf jeden Fall besser aus als orange. Machen wir so. Muss doch ein bisschen besonders aussehen. Lidstrich. Nee, warte mal. Ich glaube, ich gar nicht am rückgängig. So, lassen wir so, wie es ist. Tätowierung will ich eigentlich auch nicht haben. Fältchen will ich auch nicht haben. Das lassen wir auch so. Kannst du wieder bitte meine richtige Frisur laden? Dankeschön. Körper. Da kannst du auch alles anpassen. Kannst du den Körper lassen, jetzt aber mal so. Ja, wir haben halt einen Körper. Was man in dem Spiel machen muss. Warte, kann man hier irgendwo. Kann man nicht. Man kann hier den hier einmal machen. Das muss man ja mal gucken, ne? Es gibt natürlich auch die, weil es ja wie erst in Asien spielen, finale Asien spielen ist ja so, dass die, ne, richtig schön einmal am Wachen sind. Oder ist ja nicht richtig, weil wir gehen mal zurück hier. So. Stimme. Lass einfach Mitte, komm. Wir lassen unseren Charakter so, wir wollen ja auch mal anfangen zu spielen hier. Ich werde ja sagen, die erste Folge, da wir schon 16 Minuten dabei sind, war ich immer ein bisschen länger als normal. Wenn wir auch noch Gameplay haben. Familiennamen, warum habe ich denn schon Familiennamen? Alter, Leute, weil ich mir irgendwann mal. Ich habe das Spiel mal gekauft gehabt. Ich habe es auch irgendwann mal angefangen zu spielen, aber nur für ein paar Minuten. Da habe ich mir wahrscheinlich den als Familienname gegeben. Cool. Ich wusste bestimmt auch mal, was das heißt auf Japanisch. Mittlerweile aber nicht mehr. Das ist wahrscheinlich für das ganze Konto dann halt der Familienname halt, ne? Ja. Was soll's. So. Und beitreten. Erschütterungseffekt auf dem Bildschirm konfigurieren. Ja, cool. Wäre cool, wenn ich das irgendwie. Wenn ich hier ein Beispiel hätte. Wie wäre das denn einfach in der Mitte? Ich lasse aber die Standardeinstellung. Vorzugte Wegfindungsauswahl. Keine Pfeile, Effekt. Fee. Ja, in dem die Pfeile, ne, würde ich sagen, wenn schon, denn schon. Grafik remastered. Energiesparmodus aus. Volle Kanne Stromverbrauchen hier. Bei Bumspiel abgestürzt. Stromausfall, ganz mit Strom abgezapft. Erweiterung von Lukita. Habe ich aber eh nicht, von daher. Aber schon krass, wie viele verschiedene Klassen es gibt. Aber es ist ja wahrscheinlich so, dass sie halt alle auch immer nur eine Waffe halt haben, ne? Das andere Spieler hat halt einen Krieger, der hat dann nachher fünf verschiedene Waffen. Da kannst du halt eine Axt tragen oder ein Schwert oder eine Keule oder so. Und hier hast du wahrscheinlich so, der Krieger kann hier, keine Ahnung, zwei ein Schwert tragen, das war's dann so in dem Sinne. Würde man behaupten, so wie es da aussah, weil alle halt irgendeine spezielle Waffe hatten. Aber wissen tue ich es natürlich nicht. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es bei den ganzen Klassen auch noch unterschiedliche Waffen großartig gibt. Oder was passiert hier irgendwann? Ja, jetzt passiert was. Are you awake? Hä? Das ist wir, haben wir doch viele andere Haare. Warum haben sie ja solche Haare?
Das sind nicht unsere Haare. Okay, einfacher Angriff, sekundärer Angriff. Warte, was laufen wir? Schiff macht ja wie gar nichts, auch gut. Ja, wahrscheinlich muss ich dann, gut, das kann aber noch nichts anderes machen. Wenn er daher hält, könnt ihr überspringen. Warum ist das so hell, das Bild, Alter? Weil gleich mal hier. Ich kann keine Optionen gerade aufmachen. Sonst muss ich das hier abbrechen, das will ich aber gerade nicht. Er für interagieren. You even cried out. Look there. The red sun will soon set. And we must be on our way. It's been a difficult journey. Only you have ever made it this far. Now let's press onward. We're almost there. Jetzt weg von Zera entfernen, steckt die Mission fehl. Schön. Deswegen, wenn ich jetzt auf Escape drücke, dann bleibt die auf jeden Fall nicht stehen. Okay. Oh, ich kann es aber quasi angreifen. Der Stift ist anscheinend Sprinten, wir haben eine Ausdauerbalken. Fing unsere Augen alle übernommen, aber unsere Frisur ist jetzt irgendwie eine falsche. Naja, was weiß ich, was soll's. Ist ja jetzt nicht kein Charakter, den ich jetzt 5 Jahre lang spielen würde oder so. Haben wir jetzt eine andere Episode, stört mich jetzt auch nicht. Soon a giant shall be awakened here. And then we shall reach our final destination. Heir of ages. Your journey ends here. Just as planned. Again. I trust you. Ja, also erster Kampf hier. Keimer Verfolger. Wie. Wir hatten jetzt ein bisschen was ausreichen eigentlich. Wie weiche ich denn jetzt überhaupt aus, ist die Frage. Ich habe einfach nur die Maus rausgerücken gewonnen, also. Warum vibriert das immer so komisch? So, aber bevor sie jetzt bekämpfen. Kann ich mit der Taste irgendwie ausweichen? Lass das springen. Jetzt noch Tab. Tab greift auch irgendwie an. Tab sieht genauso, ist mein Standardangriff, oder nicht? Hat der Maustaste irgendwas? Ne, was macht er? Er ist überspringen nur. Einfach Angriff, Sekundärangriff. Den Sekundärangriff macht er irgendwie gar nichts. Wenn ich gleich die Maustaste drücke, passiert irgendwie nichts. Ich kann auf jeden Fall erstmal nur mal den Angriff hier machen. Dann machen wir den erstmal platt. Vielleicht erfahren wir ja immer noch, wie wir ausweichen. Foolish mortals. You're not hurt, are you? I admire your resilience. Kommt da? Was ist das, ist ein Riese? Sieht ja aus wie so ein Golem, ne? That is the colossal weapon of ancient Kabur, the Ator. Ist ja auf unserer Seite. Aber hört sich so an. Was da? Was ich gedrückt halten muss ich nicht, ne? Weil meine Ausdauer geht ja trotzdem runter. Also schätze ich mal, dass ich immer noch im Sprintmodus so bin, ne? Warum hat der auf mich?
Aber echt auf mich. Ist nicht, dass er stehen bleibt. Hätten sie aber auch irgendwie sparen können, sie dafür hinrennen jetzt, ne? Ja, wenn er auch eine Sequenz machen kann, wo ich dann laufen fertig, ey. Another of that fossil Cartian's tricks. Ist jetzt mal ein Säuschen drin. Ich komme. Die muss ich auch gerade so denken, warum läuft sie langsam auf mich zu? Was ist falsch mit dem? Okay. Here in Histria lies our final destination. We'll have to part ways soon. Too soon, wouldn't you say? I seek the ancient ruins beyond that door. The slumbering ancient weapons will likely rise to its defense. Kill them all. Klar. This is my final request. I pray that you return to me unscathed. For my sake as well. Okay, ich würde aber sagen, für heute war es denn erstmal. Da hauen wir es dann morgen durch. Oh, es geht jetzt ab. Unsere ganzen Kombos hier. Okay, wie gesagt, schauen wir uns morgen an. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.